Leute, ja, ich mache heute eine Review zu dem Dragon Radar aus Dragon Ball von Publica. Dazu gesagt, der Radar gehört nicht mir, sondern meinem Verlobten, der hat sich den nämlich bestellt. Und ich muss sagen, ich hatte ja eigentlich vor, ihn mir zu kaufen, aber mein Verlobter ist ja noch größerer Dragon Ball Freak. Kann man ja schon nicht mehr Fan nennen. Und da hat er sich den eben gekauft. Ich muss wirklich sagen, ich bin eigentlich teils froh, dass ich es nicht getan habe, dass es nicht mein Geld war. Weil ich muss sagen, der Dragon Radar, ich meine, gut, es ist ja nur der Dragon Radar. Ich meine, was kann er schon außer halt Dragon Balls finden oder halt anzeigen? Und ja, aber ich finde halt von der Qualität her, könnte man nicht denken, dass es von Publica ist. Also ich bin von Publica wirklich schon andere Dinge gewohnt. Aber ich zeige euch das alles mal. Ich zeige euch jetzt erstmal die Verpackung. Die Verpackung, die ist recht, Also ich hätte mir da wirklich eine schönere Verpackung eigentlich gewünscht. Hier oben haben wir halt eben Publica stehen, dann haben wir hier eben links und rechts zwei Dragon Balls und dann in der Mitte eben Shenlong. Hier oben noch das Dragon Ball Logo und dann steht hier eben noch Dragon Radar. Dann haben wir hier auch nochmal Publica stehen. Hier vorne ist dann der Toy-Sticker. Dann natürlich hier ein paar Dragon Balls abgebildet, der Dragon Radar in der Mitte. Natürlich das Capsule Corporation Logo mit dabei, weil das Ganze, der Dragon Radar wurde ja von Bulma erfunden, um die Suche nach den Dragon Balls zu erleichtern. Und dann haben wir hier noch das Tamashii Nation Sticker hier drauf. Und ja, hier unten ist dann ein bisschen rechtliches Gebrabbel. Dann an der Seite haben wir nochmal Publica Dragon Radar. Dann an der Seite halt so ein bisschen so, auch wieder so ein bisschen so Gedöns. Ja, und auf der Rückseite haben wir dann eben so ein paar Sachen. Also es gibt einmal den Roleplay-Mode und einmal den Game-Mode. Und ich habe ein bisschen gebraucht, bis ich da durchgestiegen bin, weil mein Verlobter hat erstmal ein bisschen gedacht, es gibt nur ein Ding. Aber es gibt halt eben zwei Play-Modes und ja, und dabei ist dann eben auch noch ein Ständer, damit man den auch schön präsentieren kann. Ja, drei LR44 Batterien sind gebraucht, aber die waren schon drin. Und ja, und das war die ganze Verpackung. Also ich muss sagen, ich bin etwas enttäuscht. Innen sieht die Verpackung so aus, also so war der verpackt. Ne? Also hier war er drin und hier ist eben dann noch die Bedienungsanleitung. So schaut die aus, also wie man halt dieses Band auch hier dazu macht, weil da war auch noch so ein Band dabei, um dann eben den dran zu machen, das Band. Und hier wie man halt die Batterien wechselt und auf der anderen Seite sind eben die zwei Modes, einmal der Roleplay-Mode beschrieben und einmal der Game-Mode beschrieben. Genau. Ja, und mehr ist das nicht. Also der ist total easy peasy. Also ich muss sagen, von der Aufmachung her, von der Verpackung, bin ich wirklich Besseres gewohnt. Ich meine, gut, ich habe zwar ja nur Magical Girl Toys, so nenne ich es jetzt mal, von Publica, also mein Rosenkranz und also mein Rosario und halt eben drei von Sailor Moon. Aber da waren die Verpackungen wirklich echt schön gemacht. Ne? Aber hier sieht es aus, wie als ob man das irgendwie beim, weiß ich nicht, keine Ahnung, irgendwie bei im normalen Supermarkt gekauft hätte. Gerade hier noch mit diesem Ding da, ne? Weil wie als ob es halt an der Stange gehangen hat. Das fand ich halt, naja. Auf jeden Fall zeige ich euch jetzt einfach mal den Dragon Radar. Also das hier ist er. Also er ist wirklich auch sehr, sehr leicht. Er ist sehr leicht gemacht. Er hat hier ringsrum weißen Rand. Man sieht auch hier das Ding. Ne, dann halt hier eben das grüne Feld. Und ja, ich zeig's mal wegen vom Nahen. Hier oben ist eben der Knopf. Dann und hier dieses Band war eben auch dabei, was man hier halt eben so rumschlingen konnte. Die Rückseite, da bin ich auch ein bisschen enttäuscht von Publica, weil das ist man von Publica gar nicht gewohnt, dass man hier übelst die Schrauben hinten im Grunde sieht. Ja, hier sind eben die Batterien drin. Hier ist der Lautsprecher und dann steht hier auch noch Capsule Corporation. Und ja, ich würde sagen, ich drücke mal drauf. Also hier an der Seite war auch noch dieser Streifen, wo man halt eben rausziehen musste, dass man halt aktiviert. Und ich aktiviere ihn jetzt einfach mal. Ja, er
ist halt auch echt ein bisschen leise, weil der Ton halt wirklich hier hinten ist. Ja, dann gibt es halt einmal den normalen Mode, also dann drückt man halt drauf. Da werden einem jetzt die Dragon Balls angezeigt. Und wenn man jetzt immer zu drückt, bis halt alle Dragon Balls in der Mitte sind, also auf einem Fleck, dann erscheint eben Shenlong. Genau, und jetzt ist halt eben Shenlong erschienen und ja. Muss man nochmal drauf drücken. Ja, jetzt hat man eben seine Wünsche geäußert und jetzt sind die Dragon Balls weg. Jetzt geht das ganze Spiel wieder von vorne los. Jetzt kann man das eben nochmal machen. Es gibt aber jetzt auch noch den anderen Mode. Da drauf drückt man jetzt länger. Ja, also, und jetzt ist es wie so ein Spiel. Also man muss jetzt jeden Dragon Ball genau da reinbekommen, wenn eben das rote, also dieses Dreieck aufleuchtet. Und wenn man es halt nicht schafft, dann kommt halt dieser Ton. Jetzt haben wir zwei. Ja. Also das muss man halt wirklich machen, bis man dann alle vier, dann kommt eben nochmal dieser gleiche Ton, wie halt jetzt eben gerade ja, beim ersten Mode, dass halt dann Shenlong erscheint und dass man dann halt auch da den gleichen Ton bekommt. Ich will das aber nicht machen, weil sonst wird das Video zu lang. Es ist halt wie so ein kleines Game, es ist wie so ein Geschicklichkeitsspiel eigentlich. Und ja, ich mach's jetzt mal weg. Also wie gesagt, es ist wie so ein Game, also es ist wie so, halt so ein kleines Spielchen, wo du halt wie so ein Reaktionsspiel und der normale Mode ist halt eben der, den ich euch gerade gezeigt habe. Und mehr kann der gute Dragon Ball auch nicht. Aber ich finde, es ist schon cool gemacht. Hier sind halt die ganzen kleinen Lämpchen, ne? Und eben hier in der Mitte dieses Dreieck. Und ja, also finde ich eigentlich schon cool gemacht. Ist halt ein cooles Gimmick für Dragon Ball Fans. Ja, und hier haben wir dann eben noch den Ständer. Hier ist eben vorne drauf das Capsule Corporation Logo. Und ja, hinten drauf halt Copyrights. Da kann man den eben so schön hinstellen. Man kann ihn schief hinstellen oder eben gerade, wie man eben lustig ist. Und ja, und mehr ist es nicht. Also ich muss wirklich sagen, ja, ich habe mir ein bisschen mehr versprochen. Jetzt kann ich mir natürlich auch diesen günstigen Preis erklären, weil ich dachte mir so, okay, Dragon Radar vom Poplika, der kostet wahrscheinlich wieder so um die 80 € oder so. Aber dass der wirklich nur 40, 45 €, glaube ich, waren es. Nee, ich glaube 40. Jetzt kann ich mir den günstigen Preis auch erklären. Ja, und jetzt geht er halt eben aus nach einer Zeit. Und ja, aber ich meine, für Dragon Ball Fans ist es vielleicht ein Muss. Also mein Verlobter war am. Wann war es? Samstag, wo er ankam, war er wie ein kleines Kind. Er ist halt voll der Dragon Ball Fan und ja, für ihn ist es halt voll das Highlight. Für mich ist es eine kleine Enttäuschung, gerade hier hinten wegen den ganzen Schrauben, die man ja vom Poplika gar nicht kennt. Und da die etwas, für mich etwas leicht lieblose Verpackung, aber naja, er ist glücklich, es ist ja auch nicht meins, es ist ja seins. Ich wollte es euch nur mal im Video zeigen. Und weil ich ja trotzdem gerne ein bisschen vom Proplika ein paar Videos mache. Und ja, dann hoffe ich trotzdem, euch hat das Video gefallen, meine Lieben. Kommentieren, abonnieren, liken. Ob jetzt den sich jeder so kauft für sich, ist halt zweite Frage. Für Dragon Ball Fans sicherlich so ein kleines schönes Gimmick für die Sammlung. Wie gesagt, mein Verlobter hat ja eine kleine Sammlung. Und da macht sich der Dragon Radar gut drin. Und ich finde es auch gut, dass hier ein Ständer mit dabei ist, dass der nicht halt irgendwie nur sinnlos da jetzt in der Sammlung liegt, sondern dass man den auch wirklich so schön hinstellen kann, entweder halt gerade und ein bisschen schief oder wie man halt eben möchte.
Und ja, dann hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Kommentieren, abonnieren, liken und bis zum nächsten Video, meine Lieben. Bis denn.